I'ma translate it too. Fire when the storm hits you. That's it, Brian? Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier ist euer Xbox Chris und mit einer neuen Folge Far Cry 5. In der letzten Folge haben wir ja den, oder war das die vorletzte, haben wir den Flieger geholt. In der letzten haben wir ja dann den Flughafen und sein Zuhause ihm geholfen, dass es nicht überrannt wird. Er wollte ja dann abhauen, seine Frau hat gesagt, nee, wir bleiben hier, die ist ja hochschwanger. Und da sind wir im Endeffekt jetzt stehen geblieben. Und ich würde jetzt mal sagen, wir schauen jetzt mal, wo wir weitermachen. Wir könnten jetzt... Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt ein Trapper-Versteck. Schauen mal, wo das auf der Karte ist. Haben wir hier irgendwo einen nahegelegenen... Okay, reißen wir hier mal schnell hin. Dann haben wir es nicht ganz so weit. Ganz so weit. Zum Ziel. So, das ist hinter mir. Gibt es hier irgendwo eventuell ein Fahrzeug? Kaum jemanden, dessen Leben nicht von diesen Peggys ruiniert wurde. Sie wollen uns tot oder in einem Bunker sehen. Ich bleib hier unter freiem Himmel. Vielen Dank. Okay. Scharfschützengewehr. Helferauswahl. Okay, haben wir ihn hier. Okay, die 8 Punkte haben wir immer noch nicht verteilt. Die machen wir jetzt aber aktuell noch nicht. Wir begeben uns jetzt mal auf zu meiner nächsten Mission. Ah, super, da hätte es direkt eine Schnellreise daneben gegeben. Ah, okay, also aber marschieren wir jetzt, vielleicht finden wir irgendwas unterwegs. Die Schnellreise habe ich leider nicht gesehen. Ich bin auch mal froh, wenn ich jetzt irgendwann mal was freischalte, dass ich 2 Waffen nehmen kann. Da unten! Okay, ich werde jetzt, glaube ich, einen anderen Begleiter nehmen, weil die... Ich nehme jetzt einfach mal ihn hier. Den habe ich eigentlich, das war der allererste. Du weißt, wo du mich findest. Bin gleich da. Ja, schön. Da! Da ist die Heretikerin ja wieder. Gehört, du bist entkommen, bevor sie dich im Bunker einsperren konnten. So. Wo sind die denn hier?
schade, dass wir alles kaputt machen. Ach, yes. Hallo. Hast du einen Moment? Angeln bringt deinem Körper Frieden wie sonst nichts. Und brauchen wir nicht dringend Frieden in diesen Zeiten? Du wärst blöd, wenn du in dieser Gegend nicht angeln würdest. Bei dem ganzen Irrsinn, mal einen Moment für sich zu haben, ist gut für die Seele. Es ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. So wie ich es sehe, rühren die größten Probleme dieser Tage daher, dass die meisten Leute nicht mehr innehalten und nachdenken, bevor sie etwas tun. Nicht jedes Problem lässt sich mit Kugeln lösen, weißt du? Aber das ist nur meine Meinung. Falls du Ausrüstung, Köder oder sowas brauchst, ich kann dich ausstatten. Schön. Ich würde aber jetzt gerne erstmal eine... Nee, ich nehme jetzt die, weil die habe ich eh. Genau. Das kannte ich noch gar nicht. Was ist das hier? Visier. Ja, cool. Jetzt passen wir auf. Jetzt machen wir hier erstmal. Diese 500, nee, oder? Nee, vergiss es. Okay. Ich nehme jetzt das hier. Gekauft. Und dann habe ich hier unten Schalldämpfer. Hey, jetzt sei mir nicht böse. Das kostet mir Schalldämpfer 1725. Aber das ist eigentlich eine recht eine coole Waffe. Okay, das unterscheidet sich nicht. Von Optik gefällt mir deshalb besser. Und hier kann ich noch eine Menge an Munition. Ja, okay. Wenn wir schon am Geld ausgeben sind. Haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? Okay, haben wir nichts. Was wollte er jetzt hier? Ich soll angeln oder? Wer Menschen hilft, will uns sich selbst. Danke, dass du die Stadt gerettet hast. Ich will nicht angeln, ich möchte jetzt gerne. Die Sekte reagiert auf uns. Das heißt, wir machen dieses Rapper-Versteck gerne finden und ausrauben, weil da war irgendwas. Eine Karte, da war irgendwas gestanden von. Warte mal schnell, das sehen wir hier besser. Belohnung. Vorteilshefte. Okay, schauen wir. Es war schon gut, dass man nicht Schnellreise gemacht hat, weil das Scharfschützengewehr ist zwar auf die Distanz nicht schlecht, aber wirklich, glaube ich, erst später besser, wenn wir zwei Waffen einteilen können. Oh. Okay, das war nicht... das war nicht vorgesehen. Ich gehe woanders hin. Das habe ich auf der Karte gar nicht gesehen. Hier ist nochmal ein Sekt aus dem Posten. Und Stimmeli. Ich sehe jetzt
wäre natürlich jetzt das Scharfschützengewehr wieder ideal. Aber. Okay, hier ist einer. Kümmere dich mal um den. Da ist eine bessere Stelle! Was macht er hier? Wer jammert denn hier? Gibt's hier irgendwelche Geiseln oder? Ich geh woanders hin! Wartest du, dass ich hier speichere? Bist du ein gottverdammter Kugelmagnet? Jetzt geht's los! Ich hab Peggys gesichtet! Okay, hier kann ich wohl wieder einkaufen. Weniger Kosten.
Komponenten. Pastor Jerome ist selbstsüchtig und fehlgeleitet. Und wenn er wirklich ein Mann Gottes wäre, hätten ihn seine Leute nicht verlassen. Du, Deputy, wirst deine Sünden bekennen. Das ist der Wille des Vaters. Nicht so leicht, einen Elch zu töten. So, jetzt passen wir auf. Okay. Okay. Und jetzt lassen wir den noch mal 12 Kills machen. Der hat auch schon alles. Okay, ich würde aber jetzt mal gerne. Warte mal schnell. Okay, ich würde ihn gerne mal entlassen. Und dann. Hab gehört, du hättest False End gerettet. Und ich wollte mich bedanken. Ziel anheuern. Jetzt lass mit ihm. Echt super, dass du die Sekte vertrieben hast. Wenn du mal Zeit hast, könnte ich deine Hilfe brauchen. Wir haben hier ein Problem mit einem Monsterelch. Eden's Gate hat ihm irgendwas mit Drogen angetan. Jetzt dreht das Tier völlig durch. Wir haben ihn in die Ausläufer des Tals verfolgt. Wir haben einen Trupp losgeschickt, um ihn auszuschalten. Aber der ist verschollen. Er muss erledigt werden, bevor er wieder durchdreht. Aber du musst auf der Hut sein. Das ist ein Ungeheuer. Ah ja. Liegt das an mir oder klingt Greenbush irgendwie schmutzig? Ohne dich hätten sie uns überrannt. Ich bin früher oft mit Joey Hudson ausgegangen. Lässt sich nichts gefallen. John wird sie bei lebendigem Leib auffressen. In der 8. Klasse musste ich bei einem Schulausflug hier in die Scheiße verbringen. Ich meine, was denken die sich eigentlich? Willst du mal was Geiles sehen? Dann check mal das Spiel hier. Nein. Wir hätten den Posten fast verloren. Also das finde ich ein bisschen lästig, dass du überall in diesen Arkaden-Modus umsteigen kannst. Oder eigentlich fast dazu getrieben wirst, dort einzusteigen. Aber was macht der hier? Da kommt was auf uns zu! Es gibt keinen Konflikt. Ich krieg jedes Mal einen Kotzkrampf, wenn Sid mit seiner Verschwörung. Okay. Der war vorher schon. Was war das gerade? So. Ich würde jetzt sagen, dass unser eigentlicher Plan hier. Bin dabei. Los geht's. Auf dem Dach und los geht's. Hilf mir mal! Ich kratze hier ab! Mensch, ein Gott, hilf mir! Brauchst du nicht Gott, brauchst du mich. So, und wie es das Spiel natürlich wieder will. Prepper-Versteck und es wird dunkel. Hilfst du mir mal, Schatzi? Danke. Fauler Sack. Ich hab Peggys im Visier. Das war cool! Sieh mal eine an, ein echter Langfinger.
Ich gehe woanders hin. Wer ist jetzt in das Fahrzeug eingestiegen? Sehr komisch. Hä? Ach so, diese Richtung. Entschuldigung. Wir gehen den Rest jetzt zu Fuß. Ich lauf los! Schauen wir kurz mal her. Oh, da wird schon geballert. Weißt du nicht, auf was die ballern? Aber... Wir schaffen das! Wir schaffen das! Pass mal kurz auf! Rücke vor! Okay. Alles klar. Das lasse ich mal um den Großen hier kommen. Yippie! Kümmerst du dich um die Welt? Da ist eine bessere Stelle! Was macht der hier? Seht euch vor!
ab. Steck ordentlich ein hier! Ich brauch Hilfe! Ah, verflucht, der hat mich erwischt! Fuck! Ich brauch Hilfe! Was ist denn da draußen jetzt passiert? Es war doch eigentlich keiner mehr da. So, kommen wir jetzt wieder raus. So, wo ist er? Schon tot. Ich muss hier immer noch irgendwas finden. Finde das Versteck. Wespennest. Ja, hier oben ist natürlich auch noch eins, aber... Wo war jetzt das? Da war doch irgendwo noch eins. Ich höre es doch auch so. Welches Versteck sollen wir da finden? So ausgeräumt. Hm.
gesagt nicht wechseln. Gerne. Noch. So. Schauen wir mal hier. Und da ist Cent wohl immer noch Jungs da. Okay, das war erledigt, dieses Prepper-Versteck. Gut, was ist hier noch? Ein Gefangenentransport. Komm ich hier irgendwie raus? Das gerade oder? Glaube für alle! Aha. Wo war der Gefangenentransport? Das ist mein Truck. Das ist der andere Truck. Okay. Da war ich wohl zu langsam. So, jetzt schauen wir, ob wir hier noch irgendwas in der Nähe haben. Prepper-Verstecke haben wir keine. Wir haben hier noch einen schönen Außenposten. Und ich würde sagen, das nehmen wir als nächste Variante. Auf der Karte zeigen, da können wir theoretisch über diese Schnellreise. Da reisen wir hin und in dieser Zeit sage ich, wir haben ein Prepper-Versteck wieder erledigt und die Zeit ist leider schon wieder rum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, Abo dalassen, Glocke aktivieren und natürlich gern auch einen Daumen hoch, Kommentare. Ich versuche, wenn irgendwas da ist, so schnell wie möglich zu antworten, wenn irgendwas ist.
Wenn ich irgendwas tun soll im Spiel, gib mir einfach kurz Bescheid. Ich werde mich dann dementsprechend an den Kommentaren richten. Und ich würde sagen, wir machen hier Schluss, speichern ab. Und ich würde sagen, vielen herzlichen Dank, euer Xbox Chris. Bis dann.